willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Es läuft wieder besser. Das heißt, wir werden natürlich jetzt diesen Drive auch mitnehmen in die weiteren Partien. Ah, Castellanos, Sargent mit dem B. Gut, er nähert sich aber auch gut der 70. Ansonsten Menezes könnte eigentlich auch ein bisschen schneller sich entwickeln. Aber egal, wir wollen mal es jetzt einfach mal so da stehen lassen. Wir gehen weiter in Texte. Oh, gegen die Mainzer. So, fürs Nationalteam abgestellte Spieler. Das dürfte uns jetzt ja eigentlich nicht weiter behindern. Wunderschön, dass wir so viele Nationalspieler im Team haben. Wir gucken mal, wo die Mainzer denn stehen. Mainz ist... Oh, die sind auf dem 15. Platz. Oh, wir gucken uns mal in der Tat, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mal die Tabelle an. Das heißt, die Hoffenheimer haben sich eigentlich ganz gut Luft gemacht. Waren zwar letztes Jahr auf Platz 16, jetzt sind sie auf Platz 11. Ja, 9 Punkte Abstand ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Die Nürnberger, ja, ziemliches Schlusslicht. Die Düsseldorfer, rein theoretisch natürlich immer noch mit Chancen. Hannover, Mainz, gefährlich an der Edge. Hertha BSC, ziemlich enttäuschend unten. Wir gucken in der Tabelle weiter nach oben. Freiburg, Wolfsburg, Gladbach, Leipzig, Schalke, Dortmund. Die Frankfurter, da läuft es richtig gut. Und ja, die Bayern, gegen wen spielen die Bayern? Das können wir hier sehen, glaube ich. Okay. Ich habe mich verklickt, aber ich kriege das auch irgendwie nicht hin. Es war schön, dass man so viel sieht auf diesem einen Bildschirm, aber irgendwie... naja, egal. Wir müssen sowieso nicht nur auf die Bayern gucken, wir müssen auf unser eigenes Spiel schauen. Das heißt, das zu gewinnen ist auf jeden Fall ja schon mal Pflicht. Und das werden wir jetzt natürlich auch versuchen. Heimspiel gegen Mainz, das muss eigentlich funktionieren. Die Frage, ob wir weiterhin so offensiv spielen. Na, wir gehen, glaube ich, mal lieber auf eine andere Taktik. 4-3-3, das ist, glaube ich, ganz gut. So, das heißt, wir dürfen jetzt wieder mächtig erstmal hier das Team umstellen. Kruse natürlich nach vorne. Sahin passt. Osako. Dafür kommt Danso rein. Dann haben wir hier Rolling Jolly, der ist ziemlich weit unten da und also auch schon. Oh. So, Sahin spielt, Davis, Harnik. Können wir eigentlich mal aus. Na, Osako. Dann machen wir mal Sarenren Basé vielleicht. Oder haben wir noch. Jetzt noch einen anderen Geistesblitz. Menezes. Unser Jahrhunderttalent, ne? Ja, wir müssen ihn ja irgendwie hochleveln. Also von daher, er kriegt seine Chance von Anfang an. Sargent auch mal mit. Baymo. Ich auch nichts mehr in unserem Kader zu suchen eigentlich. Also sehr abgeschlagen. Veljkovic können wir noch mal mitnehmen. Ich denke mal, so sieht es erstmal ganz gut aus. Dann so. Polygoni, Klasenschein. So, ich hoffe mal, so bleibt jetzt auch die Aufstellung. Warum haben wir das die letzten Spieltage denn immer geändert hat? Ich weiß es nicht. Es ärgert mich ein bisschen. Aber so ist das wohl heutzutage in FIFA. Das, zumindest mein FIFA, ab und zu mal die KI spielen lässt und tut, was es will. Kevin Danso, wirklich echt guter Transfer, bin ich echt begeistert. So, es ist angerichtet. Max Kruse. Und es ist Winter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Winterspiele finde ich generell ein bisschen doof. Aber gehört natürlich auch dazu. Von daher müssen wir uns dem Ganzen stellen. Trotzdem ausverkaufte Bude. Ich bin gespannt, ob wir heute die wichtigen 3 Punkte... Schon wieder umgestellt. Ey, Mann, was ist denn das? Eckstein im Sturm. I don't know. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So. Gut. Also. Vorstöße an der Seitenlinie. Und... Team Pressing. So, auf geht's.
Rüg, Kevin Rüg. Oh, Ballverlust. Wieder Ballverlust, verdammt. Shahin. Kruse, Tor! Super Einstand hier. Erster richtiger Angriff hier heute. Und dann trifft Max Kruse. Schön von Davy Klaassen. Nicht viel Zeit und Platz und Raum für Max Kruse, aber da packt er seinen Hammer raus. Und keine Chance für René Adler am Tor der Mainzer. Also ein Auftakt nach Maß, wenn es nach den Erwartungen der Werder-Fans hier geht. 1:0, sehr, sehr frühes Tor. Das heißt, sehr, sehr früh müssen jetzt auch die Mainzer natürlich aus hier rauskommen. Menezes. Shahin. Davies. Schön auf Augustinsson. Scharfe Flanke, aber leider in der Mitte kein Spieler, der das verwerten könnte. Jetzt vielleicht eine kleine Überzahl-Situation von den Mainzern. Gut gelöst. Oh, Fehlpass von Jiří Pavlenka bringt hier seine Abwehrkollegen in die Bredouille, gibt also den ersten Eckball für die Mainzer bei Schneefall. Özunali, ich sag's immer gerne, ehemaliger Werder-Spieler. Muss auch einer rangehen. Ich erinnere mich noch an das Spiel gegen wen war es eigentlich gewesen? Was, gegen Leverkusen? Nee, gegen Nürnberg, wo wir durch so eine Pille, die wir nicht aus dem Strafraum gekriegt haben, auch noch das Spiel verloren haben. Oh. Jesus Christ. Das will ich heute jetzt einfach mal nicht sehen. Ich möchte einfach ein gutes Spiel sehen. Rüg. Kruse, Flanke und Tor. So einfach geht es. Kruse legt auf. Davy Klaassen ist in der Mitte, hält den Schlappen hin. 2:0. Und die Werder-Fans sind die aus dem Häuschen. Hier sehen wir es nochmal. Max Kruse. Perfekte Flanke. Die Innenverteidiger schlafen hier irgendwie. Haben anscheinend gar nicht mehr den Davy Klaassen im Blick, der sich natürlich auch von hinten anschleicht. Und dann keine Probleme hat, hier zum 2:0 einzuschießen. 2:0, frühe Führung. Und das lässt natürlich jedes Werder-Herz hier auf jeden Fall höher schlagen. Holtmann. So, sehr gut abgedrängt worden. Bolignoli. Eggestein. Boah, der Pass kommt fast sogar an. Latza. Maxim. Özunali. Dann so. Kein Problem. Wir Bolignoli. Ja, wirklich einen super Einstand in der Bundesliga hatte bei uns. Ah, verdammt. René Adler. Also Werder ist richtig heiß. Viel Laufarbeit, wie wir das hier sehen. Viel Aufwand. Bis jetzt zahlt es sich aus. 2:0. Shahin macht das hier super. Und jetzt Maxi Eggestein. Ah, René Adler kann den Ball zur Ecke ablenken. Der hätte vielleicht Maxi Eggestein auch noch einen Moment länger gehen können. Aber naja, gut, das, wie man es macht, wenn er nicht reingeht, macht man es falsch anscheinend. Ah, verdammt. Nochmal Ecke. Wir machen wieder den langen Pfosten.
Kevin Rück. Augustinsson. Flanke kommt nicht an. Schade. Jetzt ist mit der Flanke. Sucht Davies, aber der war leider nicht verfügbar. Moment. Melero. Holtmann. Mitrovic. Oh, jetzt ein bisschen Platz. Aber Kevin Rüb ist da. Der sich auch hier in der Bundesliga sehr, sehr gut schlägt. Ah, verdammt. Das wäre ein Traumpass geworden, wenn das geklappt hätte. Augustinsson. Und Klaassen ist in der Mitte. Klaassen mit der Riesenchance. Sogar auf 3:0 zu erhöhen. Aber dann verzieht er ihn. Na gut, er war auch ziemlich in Rücklage. Das heißt, da konnte der Ball wirklich dann nicht mehr richtig treffen. Sei ihm verziehen. Wieder Klaassen. Kruse. Boah. Davies und Adler hat hier heute echt viel zu tun in den ersten 45 Minuten. Pausenlos. Hat er hier zu tun. Sahin. Und jetzt. Oh, das wäre ein geiles Tor gewesen, aber leider auch ein Abseits. So, mein Netz ist, der hier quer am Strafraum lag. Kann man denn überhaupt an den Ball ran? Wir werden es wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Ah, verdammt. Öztunali. Davies. Ah, verdammt. Mitrovic. Muss warten, ist keiner da. Kevin Rieck. Nee, Bollingjolli kommt da angelaufen. Oh, Vorsicht. Und Pavlenka kommt raus, schnappt sich den Ball und jetzt muss Werder ein bisschen schnell agieren. Oh, Fehlpass von Kruse. Bollingjolli. Abwehr ein bisschen besser jetzt bei den Mainzern. Leider aber viele Fehlpässe. Jetzt ist die erste Halbzeit zu Ende. Werder kann absolut zufrieden sein. 2:0, zwei gute Tore, zwei schöne Tore und insgesamt eine sehr, sehr gute Vorstellung. Die Mainzer bisher überhaupt nicht gefährlich in Aktion getreten. Und Davy Klaassen Tor, Max Kruse ein Tor. So hört sich das doch schon mal sehr gut an. Wir gucken auf die Tabelle der FC Bayern, die zurück gegen den SC Freiburg. Das ist ja auch eine Sensation. Also da müssen wir den Freiburgern aber absolut die Daumen drücken. Das würde uns ja an die Bayern ranbringen, wenn wir denn unser Spiel gewinnen und die Bayern in der Tat verlieren. Das wäre ja der Wahnsinn, wäre das. Wir schauen mal, ob es irgendwie klappt. Unsere Pflicht liegt auf jeden Fall erstmal in diesem Heimspiel. Ah, verdammt. In die Füße von Max Kruse gespielt und so war das sicherlich nicht gedacht. Wie meinst du? Bollingjolli. Oh, Fehlpass von Danso! Und Pavlenka muss retten. Meine Güte, was war denn da mit Danso los? Haut den Ball in die Mitte, spielt direkt auf, ja, Maxim war es, glaube ich, gewesen. Und da kann Jiří Pavlenka oder muss sich ganz, ganz strang machen. Klaassen klaut sich den Ball. Schön rübergelegt auf Davies.
Schein. Davies. Verliert den Ball gegen Özonali. Oh, Wattenschuss von Davy Klaassen. Sehen wir es auch gleich. Quirlig im Angriff. Ein Tor hat er auf jeden Fall gemacht. Zwei Tore. Ne, ein Tor. Mein Gott. Zwei Schüsse, ein Tor. So rum. So, wird allerdings Zeit, dass wir auf jeden Fall auch an unser Torkonto denken. Punktemäßig liegen wir momentan im Soll. Zumindest in dieser Partie. Tore-mäßig gehen wir lieber auf Nummer sicher. Versuchen auf jeden Fall hier nicht das Ergebnis einfach über die Zeit zu kriegen, sondern natürlich weiter auszubauen. Wir werden auch gleich nochmal wechseln. Boah, ruhig, macht das super. Netzes. Ah, verdammt. Gut gedacht. Und jetzt! Ah, Jesus Christ. Richtig gute Chance von Menezes, der jetzt wahrscheinlich auch runter darf. Ich denke mal, jetzt werden wir nochmal Saren Rinbase die Möglichkeit geben, hier sich zu präsentieren. Und ich würde auch sagen, vielleicht Max Kruse runter. Dafür nochmal Eggestein bringen. Nee, das war eigentlich zu krass, der Wechsel, oder? Ich denke mal, wir machen es so. Ne, wir machen es so. Schein darf runter. Eggestein geht ein bisschen weiter zurück. Kruse geht auch ein bisschen weiter zurück. Und vorne im Sturm bringen wir dann nochmal Johannes Eggestein oder Josh Sargent. Vielleicht mal Josh. Können wir nochmal wechseln? Ne, wir zwei haben wir mal. Okay, warte mal. Innenverteidigung. Mila, was kannst du spielen? ZM und ZDM, Kevin, ZM und OM, tja, endlich. Nehmen wir Klaassen raus und bringen Möwald nochmal dafür. Rotieren, rotieren, rotieren. Immer wieder auch Spielern die Chance geben. Menezes, hier die Chance da gewesen, sich auch noch mit in die Torjägerliste einzutragen, aber... So wird es halt nicht passieren. Jetzt also die Wechsel. Dreimal frische Leute rein. Und dreimal gute Spieler raus. Auf den langen Pfosten. Und oh, an den Pfosten von Danso. Da hat er sich hochgeschraubt. Ah, verdammt. So, die Mainzer auch gewechselt. Müssen jetzt ja alles nach vorne werfen. Wenn man denn hier noch was Zählbares aus Bremen mitnehmen möchte. Boah. Oh, nicht gut. Und hier ist der Anschlusstreffer, Mitrovic. Gut rausgespielt. Nicht gut verteidigt. Und am Ende hatte Jiří Pavlenka dann auch keine Chance. Hier sehen wir es nochmal. Zwei Leute schaffen es nicht. Ja, und dann ist der Raum in der Mitte da. Schnell abgezogen. Also schon nach schneller Kombination. Und Alexander Mitrovic macht hier sein fünftes Saisontor. Das heißt, jetzt ist wieder Vorsicht geboten. Denn ein Tor Vorsprung ist natürlich auch ein bisschen dünn. Aber kann man durchaus machen. Kevin Rüegg. Ah, wollen wir das auch mal probieren. Aber wir haben ihn sicherlich nicht verpflichtet für seine Distanzschüsse. Eggestein. Möwald! Oh! Flanke rein. Nochmal Möwald, meine Güte. Mitrovic, Torschütze. Dann so. Schön. Kevin Rüegg.
Und oh, klasse Kopfball von Davies. Und noch ebenso gute Parade von René Adler. Aber auch ziemlich zentral geköpft. So, versuchen wir es nochmal. Dann so vielleicht jetzt nochmal. Ah, diesmal kommt er nicht so gut ran. Davies. Möwald. Und oh, Riesenchance für Basé. Das Tor war komplett frei. Und dann haut er ihn sogar noch neben das Tor. Das hätte die Entscheidung sein können. Und er hätte uns auf jeden Fall auch ein bisschen Ruhe gebracht. So heißt es jetzt erstmal weiter zittern. Latzer. Latzer. Nun, jetzt haben sie sich befreit. Dann so. Gefährlich jetzt, Öztunali. Möwald. Jetzt Basé, jetzt mal das besser. Sarenren Basé. Eben schon die Riesenchance gehabt. Und jetzt macht er hier das 3:1 und packt auch den Hotstepper raus und die Grätsche. Meine Güte, Kevin Möwald marschiert über den kompletten Platz und hat dann das Auge, ja, die optimale Anspielstation zu finden. Und Sarenren Basé nutzt seine Einsatzchance und zeigt hier mit dem wunderschönen Tor, dass sich das auf jeden Fall auch rentiert hat, ihn einzuwechseln. 3:1 in der 81. Minute, das könnte hier die Entscheidung gewesen sein. Aber im Fußball ist alles möglich, das Spiel geht 90 Minuten. Jeder kennt es und es ist so wahr, wobei heutzutage gehen die Spiele ja teilweise sogar 92, 93 Minuten. Und wie viele späte Tore haben wir schon gesehen insgesamt? Also hier ist immer noch alles drin, auch wenn die Zeit jetzt natürlich ganz klar für Werder schlägt. Ah, der Versuch muss Flanken wechseln, hey, vielleicht höher spielen müssen den Ball. Mitrovic. Werner. Dann so. Kruse. Schön jetzt. Ist Platz da. Davies. Davies. Macht auch noch sein Tor. Davies mit dem 4:1 in der 87. Minute. Das ist die absolute Entscheidung. Und ein abgefälschter Ball sogar noch. Wichtig ist für ihn auf jeden Fall, dass er wieder mehr Selbstbewusstsein bekommt durch die Tore. Eine wahnsinnige erste Saison, die er hier bei uns spielt. Auf jeden Fall gleichgesetzter Spieler auf der linken Seite. Und mit unser drittbester, ja, Torschütze in dieser Saison. Also großen Anteil am Erfolg. Alfonso Davies. Latzer. Basé. Und Davies. Jetzt ist es eine Bestrafung für die Mainzer. Davies holt nochmal die Keule raus. Das ist der Davies, wie wir ihn kennen vom Anfang der Saison. Dieses mutige und sehr, sehr torgefährliches Spiel, was er macht. Und hier heute klappt es wirklich sehr gut. Nimmt sich ein Herz und macht hier seinen zweiten Treffer. Ja, und die Mainzer geben sich damit quasi geschlagen. 5:1. Das ist hier absolut wieder die Packung. In der 90. Minute sind also schon die Nachspielminuten angelaufen. Fassen wir zusammen, Werder hat hier heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat sehr gut geklappt, viel Einsatz gezeigt und jetzt ist das Spiel zu Ende. Es fühlt sich richtig gut an, diese 3 Punkte, richtig gutes Spiel gewesen und jetzt dürfen wir, nachdem wir unsere Mission erfüllt haben, durchaus auch den Blick nach Freiburg wagen, ob denn die Münchner gepatzt haben
oder ob sie das Spiel in Freiburg noch drehen konnten. Wir erinnern uns, sie lagen mit 0:1 zurück nach 45 Minuten. Und jetzt werden wir es sehen. Spieler des Spiels, Max Kruse. Und die Freiburger haben in der Tat gegen Bayern gewonnen. Da sehen wir es. 2:1. Das heißt, in der Tabelle sind wir den Bayern jetzt ganz, ganz dicht auf den Fersen. Ein einziger Punkt trennt uns nur noch. Wow, nicht schlecht. Also Props gehen raus an die Freiburger und die Münchner. Tja, wir haben ja dann auch noch das große Finale. Wir müssen ja dann noch gegen die Münchner spielen. Das heißt also, dort haben wir nochmal das direkte Duell. Erster gegen den Zweiten, sofern es denn da auch noch dann so ist. Jetzt auch erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.